Wenn man will, geht es ganz gut, auch als Unternehmer unter den Voraussetzungen, die wir bisher haben. Aber es wäre natürlich viel besser, wenn die Regularien, denen wir als Unternehmer alle unterlegen sind, das einfach nur die Regularien sind zum Bau von Eigenerzeugungsanlagen für erneuerbaren Strom. Ob das Wind ist, ob das Photovoltaik ist, ganz egal, ob das ein Mieterstrommodell ist an Gebäuden. Das ist alles so verzwickt und so organisiert und so aufgebaut, dass man es eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht machen will. Wenn wir diese Regularien ändern, dann kommen wir einen Riesenschritt weiter. Dann kommen wir jetzt von diesen 45% Erneuerbaren im Netz meiner Meinung nach ganz schnell auf 80%.